Countdown bei der 66. Internationalen Automobilausstellung. Mittendrin und zum ersten Mal mit einem eigenen Stand auf der IAA dabei die Telekom. Rundherum präsentieren die Automobilhersteller ihre Innovationen, modernste Technik in schickem Design. Dabei bringt das vernetzte Fahrzeug die Branche auf Touren. Inbegriff dessen die New Mobility World, eine Messeplattform für die Mobilität der Zukunft. Denn die Digitalisierung hat das Auto längst erreicht. Wir gehen davon aus, dass jedes Fahrzeug zukünftig vernetzt sein wird. Und wir als Deutsche Telekom stehen für die Vernetzung der Fahrzeuge, für das beste Netz, als Anbindung der Fahrzeuge, aber auch für die sichere Infrastruktur, für die sichere Cloud, in der die Fahrzeuge dann ihre Dienste und ihre Daten konsumieren. Unter dem Motto Secure Auto Cloud stellt die Telekom Echtzeitdienste rund um das vernetzte Auto vor. Präsentiert werden Fahrer- und fahrzeugbezogene Dienste für mehr Sicherheit, Effizienz und Fahrspaß. Im Zentrum von 5 innovativen Produkten die Secure Auto Cloud. Die Secure Auto Cloud geht davon aus, dass sich die Situation auf unseren Straßen ständig verändert. Schlagloch entsteht, ein Unfall entsteht, eine Baustelle aufgebaut wird, Geschwindigkeitsbegrenzungen sich ändern, Wettersituationen sich ändern und auf diese Situation muss der Fahrer reagieren. Die Idee der Secure Auto Cloud ist jetzt, die Fahrzeuge selber auch als Sensoren zu benutzen, um diese Situationen zu erfassen. Und in dem Augenblick, wo ein Auto eine solche Situation erfasst hat, das in ein Backend meldet, können andere Fahrzeuge von dieser Information profitieren. Und das sicher und hochverfügbar zur Verfügung zu stellen, das ist das Wesensmerkmal der Secure Auto Cloud. Außerdem präsentiert die Telekom auf der IAA die Auto-App. Als täglichen Begleiter, der das Autofahren erleichtert und schöner macht. Sie selber können einstellen in dieser Auto-App, was Sie interessiert während der Autofahrt. Ob Sie eher daran interessiert sind, möglichst schnell durch den Verkehr zu kommen, ob Sie interessiert sind an bestimmten Angeboten. Die Auto-App meldet Ihnen, wenn Ihr Tank so leer ist, dass Sie vielleicht besonders günstig demnächst tanken können an einer entsprechenden Tankstelle, leitet Sie dann dort auch hin. In Kooperation mit BMW stellt die Telekom außerdem MyKidio vor. Ein Unterhaltungsangebot für die ganze Familie, das lange Autofahrten mit Videos und Hörbüchern kurzweiliger macht. Natürlich können die Eltern auch das Angebot mitbestimmen. Das heißt, die Kinder können nicht jedes Angebot, was dort in einer großen Mediathek verfügbar ist, konsumieren und buchen. Die Eltern haben dort natürlich ein entsprechendes Mitspracherecht. Sie sind auch letztlich diejenigen, die natürlich dann für dieses Angebot auch bezahlen. Und es gibt noch weitere Produktneuheiten. BMW-Fahrer können mit der Smart Home Integration von unterwegs Licht oder Heizung an- und ausschalten und werden bei Einbruch gewarnt. Und Betreiber von großen Elektrofahrzeugflotten können künftig mit dem Car Energy Manager ihre Fahrzeuge und deren Ladeinfrastruktur noch besser steuern. Die Premiere der Telekom auf der IAA, ein wegweisender Schritt in die Zukunft des Autofahrens, wird Echtzeit für mehr Bits und Bytes unter der Motorhaube.